Hallöli, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story, wo ich mich gerade im Menü verirre. Beim letzten Mal haben wir mit den... Verdammt, wie komme ich aus dem Menü raus? Ah, so. Beim letzten Mal haben wir mit den Outer Senshi zusammen uns in diese komische Welt gebeamt, in der Chibiusa verloren war. Haben sie gefunden und sind jetzt aus irgendeinem Grund am D-Point, oder zumindest glaubt Sailor Moon, es sei der D-Point. Und ich glaube das auch, weil wir haben schon zwei DD-Girls bekämpft. Und ich nehme an, wir werden in Kürze auch auf Beryl treffen. Also mal sehen, was so passiert. Oh, eine Kiste. Lebenswasser. Oh, okay. Und ich wollte ein bisschen Link-Techniken ausprobieren, glaube ich, ne? Okay. Spiegel der Liebe, aber wen brauche ich dafür? Uranus der Liebe. Wiederauferstehung einzeln. Sternenstaubstrahl klingt auch cool. Was Moon betrifft, die werden wir aber trotzdem erstmal in Super Moon verwandeln und Chibi Moon auch in Super Chibi Moon. Was hat Hotaru denn für eine... Wiederbeleben... Hotaru hat nur Wiederbelebungskräfte. Gut, das passt irgendwie zu ihr. Nein! Zurück! Jetzt weiß ich nicht, was ich für Befehle gegeben habe. Oh! Okay, das wollte ich nämlich genau nicht, aber egal. Okay, was es mit diesen Fähigkeiten auf sich hat, da bin ich auch noch nicht ganz hinter. Ich denke, das hat irgendwas mit den Teams zu tun, die wir hier haben. Warum ich keine weiteren Link-Techniken benutzen kann, ist mir auch nicht so ganz klar. Ach, müssen die das denn immer beide einsetzen? Das kann natürlich sein, deswegen ist gerade nicht viel passiert. So, du machst Regenbogen-Herzschmerz. Nee, was kannst du denn noch? Aha. Ah, okay. Sie hat jetzt eine Attacke gemeinsam mit Moon. Okay, mit Chibi Moon. Okay, ja. Mal sehen, was das bewirkt. Ich bin da noch nicht ganz hinter, wie die funktionieren. Ah, ich glaube, es hat... Ja. Die Autos kippen auf. Das müsste ein ziemlich starker Angriff sein. Ja, denkst du. Okay, wie mache ich denn das jetzt am cleversten? Achso, weil in Supermoon-Form hat sie keine Links mit den anderen. Okay, das ist auch gut zu wissen. Dann einfach Items benutzen. Ich glaube, mit diesem Lebenswasser konnte man doch Leute aufwecken, ne? Ja. Ach so, ja, ich bin da nicht blöd. Das mache ich doch mit. Das mache ich natürlich mit Chibiusa und nicht mit Moon. So, Chibiusa benutzt dann das Lebenswasser. Aha! Mad Eye Schlaui Kluki! Und ja, Saturn ist eigentlich ziemlich stark. Eigentlich ist es blöd, dass ich mit ihr auch, aber na egal. Thank you.
Okay, dann jetzt nochmal ihr beide. Macht ihr auch beide so jeweils. So, das müssten alle überleben, weil die einzige, die davon richtig viel Schaden nimmt, ist Uranus. Spezialtorte. Klingt irgendwie gefährlich. Neptun Level Up, Chibi Moon Level Up. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es auch ein Level Up für Uranus gibt. So, erstmal alle wieder hochsaften. Auf die Art wird uns der Saft tatsächlich nochmal ausgehen. Verrückt. So, da ist eine Kiste. Ein Maniküre-Set. So ein Quatsch. Wow. Und schon der nächste. Didi Girl 4. Es waren 5, ne? Ich glaube wohl. Ja, dann wie gehabt. Ich guck mal eben. Was haben wir denn für Link-Fähigkeiten ohne Supermoon? Okay, dann bleiben wir dabei. Erstmal Supermoon. Kannst du was Sinnvolleres machen? Nö. Okay, dann hau rein. Windschnitt. Ui. Ich muss ein bisschen auf Uranus aufpassen. Die nimmt echt Schaden wie Sau. Okay, ihr macht einfach nochmal das Gleiche. Und Chibimon gibt ein Heil-Item für... Oh, das ist für alle. Nee, das brauchen wir nicht. Dafür ist das Maniküre-Set, damit können wir den Angriff erhöhen. Interessant. Ich guck gerade, was ich so an Heilgegenständen habe. Ach, dann nimm einfach das, das soll erstmal reichen. Oh. Oh, das tat weh. Okay, die DD-Girls sind ganz schön tough. Ich habe ein bisschen Angst vor Beryl, wenn das so weitergeht. Eigentlich hätte ich zwischen den Aufnahmen auch durchaus mal leveln können. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Sushi für alle. Warum auch immer Sushi das beste Heil-Item ist. Das Sushi ist besser als das Lebenswasser. Und die nächste. Eine nach der anderen. Wie auch sonst. Und das ist, glaube ich, die Anführerin. Ja, macht Sinn.
Warte mal, wir machen das ausnahmsweise mal anders. Bin mal gespannt, ob das was bringt. Erstmal alle ein bisschen buffen. Wo ist das Maniküre-Set? Oh oh. Ah, klappt nicht. Wow! Hammer! Boom! Der Effekt ist ja der Knaller! Ich sag jetzt nichts zum Thema Maniküre und dann Handschuhe tragen. Ne? Naja, egal. Gut ist es ja trotzdem. Mal sehen, wie sie jetzt reinhauen. Oh, die haut auf jeden Fall ganz schön rein. Ich merke da jetzt keinen großen Unterschied. Und bei ihr? Ah, doch schon ordentlich mehr. Ich glaube fast 100 mehr als normalerweise. Vergleich alle einzeln angreifen, wie das jetzt so aussieht. Ist halt auch nicht wirklich schlechter. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja, kann sich sehen lassen. Und Level-Ups. Hoffentlich für Uranus jetzt endlich mal der Level-Up, den sie braucht. Oh! Warum sind die DDD-Girls? DDD-Girls! Also muss es wahr sein. Queen Beryl wurde wieder zum Leben erweckt. Die Logik würde ich nicht hundertprozentig teilen. Wie kann das möglich sein? Bestimmt finden wir das Rätsels Lösung in der Mitte der Höhle. Hier ist ein Luna P. Kann ich Level ohne Kiste? Du findest ein Kotelett. Logisch. Wer kennt sie nicht, die Nordpol-Kotelett? Okay, hier ist direkt aber anscheinend gar nichts. Also so wirklich überhaupt. Ah. Oh oh. Ich wollte jetzt nichts auslösen. Der Rosenkristall muss hier drin sein. Wovon redest du? Das hier ist eine Sackgasse. Nein, es könnte ein versteckter Eingang sein. Oder es ist eine Illusion zur Tarnung. Naja, du hast einen Spiegel, der alles durchschaut, ne? Du musst an Chibiusas Silberkristall glauben. Wait, what? Hey, hier ist doch gar nichts. Huch! Ah! Wow, was war das? Oh. Ich spüre etwas. Oh oh. Nein, 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 ich will keinen Bosskampf. Oh, es gibt einen Bosskampf. Du bist das! Oh Gott, wie spreche ich die denn jetzt? Ich habe auf euch gewartet, Sailor-Kriegerinnen. Und die Prinzessin, Sailor Moon. Beryl, du warst im Siegel eingesperrt. Und deswegen, Leute, bringt die Feinde um, siegelt die nicht einfach nur weg. Sie ist Queen Beryl. Ja,
Ja, ihr habt mich in das Siegel eingeschlossen, aber jetzt stehe ich wieder vor euch. Wie findet ihr das? Weil das Schicksal verändert wurde, hat sich das Schicksal, welches besagte, dass ich von euch besiegt wurde, auch verändert, you don't say. Und dieses Mal bin ich an der Reihe, dich zu... dich verschwinden zu lassen, Sailor Moon. Okay. Conperilia. Naja. Ich bleib bei Queen Beryl. So, ich bin nicht geheilt. Das ist scheiße. Dann gibt's erstmal Sushi für alle. Ja, und dann... Achso, genau. Einmal alle buffen ist auch eine gute Idee, ne? Es wird wahrscheinlich ein harter Kampf. Vor allem für Uranus. So, erstmal... Heiliger Gral Cheat-Modus aktivieren. Schallwelle, okay. Ich glaube, sie hat jetzt genau die verwirrt, die eigentlich jetzt unser Heil-Item benutzen sollte, ne? Natürlich hat sie das. Okay, dann trotzdem erstmal das Sushi, dann... Heilbad, wo ist es? Befreit von Egoismus, da, Manicure-Set. Wer ist noch nicht gebufft? Zum Glück leuchten die, die gebufft sind. Giftnebel. Gefällt mir nicht. Okay, zumindest werden alle mal geheilt. Der Effekt ist der Knaller, ey. So. Dann gibt's einmal Heilung für unsere Uranus. Dann ein Maniküre-Set für Uranus. Und dann können wir anfangen anzugreifen. Verzauberung, oh oh. Bei allen fehlgeschlagen, sehr gut. Ich fürchte nur, ich werde direkt danach gegen Super Barrel kämpfen müssen. Das wird die Folge ein bisschen in die Länge ziehen, glaube ich. Also sie greift irgendwie nur mit Statusattacken an, was ich gar nicht so schlecht finde. Weil das sorgt dafür, dass sie eigentlich keinen Schaden anrichtet. So, die Prinzessinnen sind schon mal... out of Mana quasi. Ich könnte das zwar hochheilen, aber bis jetzt ist der Kampf so entspannt, dass ich gar nicht glaube, dass ich das muss. So, Moon haut jetzt nur noch zu, Chibi Moon auch und die anderen greifen weiter mit Attacken an. Ja, das war's schon. Level up, level up, level up, sehr schön. Natürlich kann ich es nicht in dieser Gestalt tun, Sailor Moon. Weißt du, warum ich hier auf dich gewartet habe? Oh, ich hab's gefürchtet.
Hä? Du wirst mir nicht sagen, warum. Ich habe gehört, dass kürzlich einige seltsame Dinge passiert sind. You don't say! Magnetische Strahlung hat die Menschen im ganzen Land verwirrt und sie scheint vom Berg Fuji zu kommen, okay? Also vom Fujiyama. Das stimmt. Hier kommen alle Arten von Kräften, wie die von Metallia, zusammen. Und da die Kräfte nun zusammenkommen, kann ich mich verwandeln. Ah, Super Barrel. Scheiße. Boah. Okay. Okay, wir sind diesmal mehr oder weniger geheilt. Und wir haben Level-Ups. Also machen wir es wie vorhin. Alle kriegen erstmal... Na, wo ist es? Alle hauen sich erstmal selbst das Maniküre-Set rein. Ich lasse es mal sein. Ich benutze jetzt mal nicht den Heiligen Gral. Aus Gründen. Böse Welle. Böse Welle klingt böse. Was? Ich hoffe, das war eine geskriptete Niederlage. Es ist hoffnungslos. Sie ist zu stark. Sailor Moon, benutzt die zwei Silberkristalle zusammen. Den Silberkristall der Gegenwart und den der Zukunft. Hab verstanden. Chibi Moon? Gut. Funktioniert der Silberkristall nicht? Was machen wir jetzt? Aber warum? Wieso wirkt die Kraft des Silberkristalls nicht? Du kannst die Kraft des Silberkristalls nicht gegen mich verwenden. Ich bin meinem Schicksal entflohen, vom Silberkristall besiegt zu werden. Sie blufft, mach weiter! Okay. Okay. Dann einfach nochmal... Genau wie eben. Windschnitt. Ah ja, okay. Darüber können wir reden. Hat die mich gerade erschreckt, ey. Ja, die Folge wird jetzt wieder viel länger, aber ich kann es nicht ändern. Ich will nicht mitten in diesem Kampf ausgerechnet abbrechen. So. Oh, das macht Schaden. Weiter damit, du machst auch weiter damit. Du machst jetzt mal. So, und du verwandelst dich bitte sofort in Super Chibi Moon. Weil dann können wir vielleicht die Link-Technik benutzen. Okay, du machst so weiter. Du machst auf jeden Fall so weiter. Du benutzt jetzt bitte mal die Moon Healing Escalation in der Hoffnung, dass das noch rechtzeitig trifft. Und Regenbogen Herzschmerz geht wahrscheinlich nicht, weil dafür brauchen wir Super Moon. Verdammt.
Dann greifst du bitte einmal normal an. Oder benutzt mal vorsichtshalber. Genau, benutzt mal vorsichtshalber Lebenswasser auf Uranus für den Fall, dass die jetzt gleich stirbt. Aber okay, ihr macht schön weiter. Moon benutzt den Gral. Chibi Moon macht eigentlich gar nichts. Oder bewirkt das Manicure-Set ein zweites Mal nochmal was? Das wollen wir mal ausprobieren. Wo sie eh gerade nichts Sinnvolles tun kann. Scheint so. Eventuell können wir damit das Spiel ganz schön kaputt machen. So, Moon. Kann Moon noch angreifen? Sie könnte, aber dann benutzt sie jetzt auch noch mal das Maniküre-Set. Wenn das immer weiter stackt, dann kann ich damit ganz schön fiese Sachen machen. So, du benutzt die Link-Technik und du greifst einfach an. Ah, das war's schon. Level up, level up, level up, level up. Alle leveln up. Wie schön. Zu meinem Bedauern wurde ich wieder von euch geschlagen. Nein, ich kann nicht vom Silberkristall besiegt werden. Ich bin dem Schicksal entflohen, von den Sailor-Kriegerinnen vernichtet zu werden. Ich dachte, dass ihr Menschen dieses Mal mir gehören würdet. Endymion! Queen Beryl, unerbittlich wie immer. Leute, Mina, ist jeder in Ordnung? Ah, ich habe fast all meine Kräfte aufgebraucht. Ich auch, das stimmt sogar. Was ist los, Sailor Moon? Ich bin in Ordnung. Ich bin so froh, alle leben noch. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben den Rosenkristall immer noch nicht gefunden. Ja, aber wenn wir den Rosenkristall finden, wird Mamoru wieder zu sich kommen, richtig? Das. Ich weiß nicht, welcher von denen der richtige Rosenkristall ist. Überlass das mir. Gott, die Folge ist schon fast eine halbe Stunde lang. Jetzt wird aber langsam Zeit, dass ich hier aufhören kann. Es ist der hier. Flup. Hä? Ansha! Er ist nicht für dich bestimmt, kleine Lady. Was redest du da, Ansha? Gib mir den Rosenkristall zurück. Wenn ich ihn dir geben würde, würde Tuxedo Mask wieder zu sich kommen. Und du und ich müssen kämpfen. Ich kann das einfach nicht zulassen. Du hast es endlich eingesehen, Ansha. Sinn. Schwester, nein. Opposito Sinn. Das stimmt, Ansha. Irgendwie ist da was verloren gegangen. Und die kleine Lady? Nein, Chibiusa! Nichts hätte mich glücklicher gemacht, als an deiner Seite zu kämpfen, aber... Du warst zu stolz! Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, was verpasst zu haben. Warum? Warum, Ansha? Du hast mich und Momoko verteidigt, oder nicht? Ja, aber Momo darf nicht. Dieses Kind ist auf der Seite des Feindes. Kopf hoch, Chibi Moon.
Es war ein Fehler, den jeder hätte machen können. Vor allem du, Sagi. Vor allem du. Daran lässt sich nichts ändern. Es sah so aus, als wollte Anschau uns helfen. Er hat es ausgenutzt, dass du ihn mochtest. Also lass uns bald zurückkehren. Alle sollten inzwischen wieder da sein. Sei nicht traurig, okay, Chibi-Moon? Dies ist das Ende des dritten Kapitels, Herzchen. Speichern? Ja. Und das war's natürlich dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese extra lange Folge. Falls ja, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles für mich macht. Und wenn nicht, dann gebt dem Video einen Daumen nach unten. Alles klar. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.